Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg mit Angmar, längster Titel ein Let's Play jemals hatte und das war deutsch komplett nicht korrekt. Guter Start. So, also letztes Mal, ich hoffe jetzt wirklich die Aufnahme läuft hier alles. Ja, letztes Mal haben wir großspurig verkackt, beziehungsweise ich, ihr könnt da ja nichts dafür. Und heute möchte ich versuchen, diese Schmach wieder gut zu machen, indem wir, naja, vielleicht nicht ganz so verlieren. Mal schauen. Zumindest wehrt sich Mittelerde gegenüber Angmar, der angmarischen totalitären Herrschaft. Und das ist gar nicht schlecht, ich mag eine Herausforderung. Obwohl ich es lieber hätte, dass die Herausforderung ist, weil der Gegner gut ist und nicht, weil ich lauter Fehler mache. Aber mal ist es so, mal ist es so. Jetzt schauen wir mal, was wir hier haben. Das wird schon irgendwie laufen. Jo. Normalerweise würde ich jetzt, wenn ich in einem Skype-Gespräch wäre, das habe ich noch nie gemacht, einfach mal fragen, wie es euch so geht. Mache ich jetzt auch. Wie geht's euch? Ich hoffe, ihr habt alle stressfreie Wochen vor euch oder hinter euch. Ne, vor euch ist, glaube ich, besser. Und dass es euch insgesamt gut geht. Gibt nichts Schlimmeres als wirklich, wenn das Leben nur aus Scheiße besteht. Sorry, manchmal ist es einfach so. Und ist jetzt bei mir zum Glück nicht der Fall, aber gibt es. Das gibt's manchmal. Und das ist dann extrem unschön. Also wirklich. Aber ich hoffe jetzt, dass bei euch alles gut ist. Dass ihr Spaß am Leben habt. Wie auch immer das ausschaut. Da will ich gar nicht urteilen. So. Also, ich habe jetzt hier ein paar Truppen. Ich weiß noch nicht, wie das aussehen wird. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich diese Karte so gut wie gar nicht kenne. Das ist ein Gasthaus. Vielleicht schauen wir mal, ob wir das Gasthaus einnehmen können. Oh, nee. Vorposten. Vorposten ist wichtiger, glaube ich. Da ist irgendwas kaputt gegangen. Oder ein Einschlag, hier auch. Wow, 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 wow. Also es gibt einen Vorposten, es gibt ein Gasthaus, eine Brücke. Ich kenne die Map halt überhaupt gar nicht. Ne? Ich glaube, ich habe da zwei, dreimal gespielt und das war's. Aber interessanterweise, der Vorposten auf meiner Seite der Karte, so wie es ausschaut, also das ist gar nicht so schlecht. Und ja, da gucken wir jetzt einfach mal. Wo sind denn die? Die da. Die können da hoch. Nehmen das ein. Oder zerstören es, je nachdem. Ja, den nehmen wir jetzt auch schön ein. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Ihr nehmt das ein. Oh ne, das wird nichts. Okay, da, das stirbt weg. Die haben das auch schon eingenommen. Nee, nee, das gewinnen wir nicht, den kleinen Kampf. Ist aber auch kein Problem. Troll- und Wolfsgrube, das bauen wir jetzt auch einfach mal. So. Das Gebäude gehört uns, das ist sehr gut. Ich muss unbedingt die Produktion des Gegners da zerstören. Also auf jeden Fall das Gasthaus vernichten. Weil die Dunedain, nope, das soll's. Das soll's nicht geben. Man kann halt den Gegner quasi. Oh, das ist von hinten, aber das. Na, weiß nicht. Ich glaube, es gibt zwei mögliche. Oh, oh, oh. Nee, 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 nee. Du zerstörst das. Ihr geht auf defensiv. Du vernichtest das da. Irgendeiner hat das Kommando. Okay. Schwach und armselig. Das ist ein hartes Schicksal. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ah ja, zwei Möglichkeiten, den Gegner zu vernichten. Also, auf taktische Weise, glaube ich. Einmal. Greift überhaupt noch an? Ja, dann. Weiß auch nicht. So, das Katapult kann ich vergessen. Das stirbt jetzt. Das wird zerstört. Ja, wie gesagt, zwei Möglichkeiten. Vielleicht gibt es noch mehr. Das kann gut sein. Aber die zwei, an die ich jetzt denke, sind. Oh oh, das ist nicht gut. Oh oh, warte mal. Kann man das so abbrechen? Ja, nice, das gibt mir noch mal Zeit.
sind zum einen entweder man vernichtet alle ihre Produktionsgebäude und Baumeister oder alle Rohstoffgebäude und Baumeister. Also der Baumeister ist wichtig. Das ist alles ein bisschen teuer hier. Ich mache jetzt mal ein paar Speerschleuderer. Die sind nicht so super, aber haben ganz okay Verteidigungswerte. Der Angriff ist auch in Ordnung. Das ist so die Frontlinie quasi. Ich muss halt schauen, dass ich hier irgendwie durchhalte. Die Bogenschützen sind knackig. Deswegen nehmen wir noch ein paar Wölfe dazu. Das kann nicht schaden. Also ihr greift jetzt da an. Du gehst da unten hin. Die Baumeister muss ich halt irgendwie schützen. Das weiß ich jetzt noch nicht, wie das hinhauen soll. So. Ihr greift da an. Ihr greift da an. Und ihr greift da an. Die nehmen das hier ein. Jeden Moment. Okay, das ist wichtig. Die Hügeltrolle, die brauchen wir. Ja, das schaut jetzt gar nicht so schlecht aus. So. Die haben da was zerstört. Ja, das nervt, aber gut. Sei es drum. Können wir wieder aufbauen? Natürlich ist die allgemeine Siegbedingung ist ja alle Gebäude vernichten und Baumeister. Aber auf taktischer Weise reicht es eigentlich, alle Rohstoffgebäude und Baumeister zu vernichten. Oder halt alle Produktionsgebäude. Wo da natürlich dann auch die Dingsbums hier dazu gehören, die Gasthäuser, ne? Ja, ich bin am Maximum, ich merke schon. Ihr geht's dahin, dann dahin, dann dahin. So, Axtschleuderer. Geknechtet. Na, ich will jetzt eigentlich nicht geknechtet werden. Ich baue jetzt hier mal einen Turm hin. Einfach um sicher zu sein, dass da nichts Schlimmes passiert. Und dann bauen wir Tempel des Zwielichts, Dunkelstahlschmiede. Dunkelstahlschmiede könnte helfen. Weiß noch nicht. Ich brauche mehr Geld. Geld. Ich glaube, ich war einfach noch im Turm. Wird schon passen. Es wäre cool, wenn ihr nicht alle da hinterher rennen würdet. Wo ist denn der Eomer? Ihr greift's mal da an. Okay. Wo? Das gehört mir. Perfekt. Oh, das ist hilfreich. Das ist halt jetzt wirklich hilfreich. Ja, macht's. Den kleinen Trick mal. So, dann können wir hier Bannerträger machen und das erweitern. Das lohnt sich nicht zu boosten. Ah, Orks. Sehr schön. Jetzt schauen wir mal, ob man mit den Orks hier so diese Gebäude... Katapult. Oh, Katapult. Das müssen wir vernichten. Das ist wichtig. Rohstoffe. Genau. Vielleicht erwische ich sogar beide, das wäre richtig nett. Oh, und ich kann noch das gefrorene Land mir dazu holen. Muss erst buffern, aber das ist auch in Ordnung. So, und dann machen wir das jetzt hier so. Einfach ein bisschen spammen, die Truppen. Aber schauen wir mal, ob man nicht hier... Gut, den Troller darf man nicht richtig Trolle. Ich kann noch Trolle ausbilden. Wenn ich genug Geld hätte. Wenn ich die Kaserne bekomme, ist das auch schon nicht schlecht. Na komm. So, das zerstören, das zerstören. Also die Kaserne sollte ich vernichten. Denn das Schöne ist, wenn ich die Kaserne vernichte, jetzt habe ich falsch ausgebildet, dann kann ich nur noch auf die Dingsbums gehen. Antikavallerie, Phalanx und so. Und das müsste dann ganz gut sein. Eigentlich. Zumindest gibt es mir eine Zeit, wo der Gegner halt... Das ist auch so, wenn man dem Gegner die Strategie, die er benutzen muss, diktiert. Das kann auch extrem mächtig sein. Ist aber nicht immer ganz einfach. So, die Kaserne habe ich leider nicht bekommen, aber das kriege ich schon noch hin. Habe ich hier noch irgendwo Truppen? Ja, die Wölfe. Brauchen die Bannerträger? Ach komm, scheiß drauf. Oh, wer Bannerträger braucht, sind die da.
Oh, ja. So. Das haben sie jetzt zerstört. Doof das. Aber na gut. Da bauen wir noch ein bisschen. Aber was machen die? Der ist ja sehr aggressiv, der Wolf hier. Naja, sich von dem Wolf hinten den Arsch beißen zu lassen, ist wahrscheinlich auch nicht die beste Strategie als Mensch, die man haben kann. Ja, ja, ihr vernichtet jetzt das Ding. Ich könnte es einnehmen und selbst benutzen, aber wahrscheinlicher ist es, dass es mir wieder wegnimmt. Und dann habe ich es ihm lieber komplett weggenommen. So, wo ist der Feind? Da. Na gut, wenn er stehen bleibt, weiß ich jetzt nicht. Wenn er steht... Oh, das... Vielleicht schauen wir mal. Vielleicht treffen wir, ja? Okay. Aber das ist auch in Ordnung. Wir haben zwar alle überlebt, aber das ist in Ordnung. So, die Riesen töten das, dann das. Die greifen da bitte an. Und dann da unten. Dann holen wir uns den Baumeister mal her. Wieder schön zerstören. Klar, wenn der Gegner dauernd Gebäude baut, die teuer sind und man zerstört sie sofort, auch das ist Schaden, den man dem Gegner zufügen kann, der nicht schlecht ist. Hier boosten wir jetzt ein bisschen. So. Ah, die schwarzen Numenor-Bogenschützen. Oder so heißen sie doch. Schwarze Waldläufer. Bannerträger. Schwarze Waldläufer, ja, ja, genau. So. Ihr zerstört das, ihr das, ihr das. Kaputtes Land. Das nehmen wir wieder ein. Da bauen wir noch. Und ihr seht schon, so langsam bekomme ich tatsächlich Geld in meine Kasse hier. Und das ist gar nicht schlecht. Weil damit kann ich ja was anfangen, ne? Geld ist ja nicht schlecht. Boah, das Katapult kriegt halt einen Stein ab. So groß wie es selbst. Macht dem aber nichts. Ist dem shit egal. Ja, gut, okay. Oh Mann. Mal sehen, ob ich den Bogenschützen retten kann. Wäre nicht schlecht, weil er war teuer. Aber ich glaube, ich bin gerade dabei zu gewinnen. Sieht zumindest so aus. Bum, bum. So, das zerstört. Nee, nee. Ah, sind wieder weg. Okay. Er repariert alles, das ist okay. Das darf er. Der Bogenschütze lebt noch. Was? Gollum? Was? Okay. Axtschleuderer? Das kann nie schaden. Verbessert den Rüstungswert des Rudels. Rudels! Alles klar. Rudels. Ein Wolfsrudel. So, das können wir auch upgraden und bauen. Schadet nie. Ja, gut. Die Kaserne werde ich jetzt nicht in diesem Anlauf besiegen können. Aber er hat nicht mehr so viel zum Ausbilden. Auf Reiter kann ich jetzt nicht gehen. Reiter. Die Bogenschützen sind gestorben. Gollum gefunden. Ja gut, den Ring kriege ich. Können die überrennen? Nee. Also die Wölfe können nicht überrennen. Sind ja auch nur Wölfe und keine Pferde. Aber die machen gut Schaden. Das gefällt mir. Oh ja, da rennen wir jetzt dem hinten in den Rücken rein. Oder auch nicht. Oh, nee, das ist mein Baumeister. Okay. Ja, das passt schon. Ich würde sagen, das sieht, ja, sieht gut aus. Da können wir noch ein bisschen bannern. Da können wir noch ein bisschen bannern. Passt. Ein paar Wölfe ausgebildet. Das ist gut. Und, kriegt man die Bannerträger für die Bogenschützen noch? Nice! Ganz knapp, aber sie müssten die Bogenschützen, die Bannerträger haben. Alles klar. War das nur 0,94? Das war aber nicht gut. Okay, deine Heldenarmee kann sich nirgendwo zu Morokmir ist gefallen, muss wiederbelebt werden. Das ist halt bitter, weil ich habe kein Geld für Morokmir. Es ist sehr bitter. Aber jetzt schauen wir hier noch die Bogenschützen. Ja, guckt, die Waldläuferhorde hat die Bannerträger bekommen. Das ist sehr nützlich, freut mich. Ah, der Hexenkönig ist so gut wie tot. Ja, was spielen wir denn eigentlich? Alle Länder, okay. Also ich muss nicht die Hauptstadt verteidigen. Ich würde mir halt wünschen, dass man einstellen könnte, als Niederlage- und Siegbedingung, ich muss alle Länder unterwerfen, der Gegner muss aber nur meine Hauptstadt einnehmen.
Das wäre auch eine sehr interessante Dynamik. Aber gut, gibt's halt jetzt nicht. Was es gibt, ist allerdings große Frontverschiebung. Insgesamt. Das heißt für mich so viel wie, ich muss mich schon wieder ein bisschen splitten. Ausbrechen. Ausbrechen. Okay, den nach vorne. Warte mal. Das Problem ist, ist das eine Festung? Okay, wenn es eine Festungskarte ist, dann reicht das, was ich hier habe. Da habe ich gar nichts. Das ist ein Riesenproblem. Dann nehmen wir jetzt hier ein paar Truppen, schicken die zur Festung trotzdem, damit ich nachher nach oben rotieren kann. Und dann versuchen wir, wenn ich Arno unterwerfen kann, kriege ich Rabatt beim Bau von Gebäuden. Das wäre schon echt nützlich. Dann schauen wir mal, ob wir Arno bekommen und geben Rovanion erstmal auf. Vorratweiß wird mir jetzt vermutlich entrissen, aber das kann ich jetzt auch nicht ändern. Ja, das geht halt nicht. Hier habe ich halt großspurig verloren. Gegen den Theoden, das könnte auch knackig werden. Dann machen wir jetzt erstmal die hier. Die kleine Schlacht. Ich habe jetzt nicht gespeichert. Riskant. Deswegen werde ich jetzt kurz speichern, wenn ich in-game bin. Also in der Map drin. Nicht, dass da doch noch was abstürzt. Mein Telefon hat schon wieder keinen Saft. Piep. Okay. Ja, piep, piep, piep. Ja, auch zu piepen und lade. Jetzt, ja, meine Güte. Okay, erstmal alle raus. Okay. Gut, aha. Das können wir gleich vernichten. Das ist gar nicht schlecht. Das hilft. Oh, Lawine. Das probieren wir mal aus. Probieren wir mal Lawine aus. So, das ist Troll beherrschen. Wenn es hier Trolle gibt, sollte ich versuchen. Ja, irgendwo da wirst du wohl bauen können. So, da kannst du jetzt bauen. Und da bauen wir das hin. Dann rennen wir da mal runter. Obwohl, warte, was ist denn das für eine Karte? Oh! Nice! Okay, hier gibt es Vorposten und Leuchtfeuer. Ah, das holen wir uns natürlich alles. Das ist unglaublich wichtig. Mal sehen, ob ich eine Festung bauen kann. Weil Morokmir, wenn ich den in dieser Karte wieder ausbilden könnte, das wäre sicher nicht schlecht. Und mit den Vorposten könnte das ganz gut funktionieren. Also das probieren wir jetzt aus. Vorposten. So, wir haben den Feind gesehen. Defensiv stirbt halt alles weg. Aber das passt so schon. Irgendwas des Feindes wurde entdeckt. Aha, da baut er. So. Nee, nee, das nehmen wir jetzt schön ein. Das ist schön, wenn du Eisenkrone dienst. Ja, mit den Artikeln, das ist schon schwer. Ne, der, die, das. Manche Leute, die können das halt nicht. Und von so einem Troll, manchmal ist es wirklich schwer. Der arme Troll. Wie wäre es, Rogash, wenn du da die töten würdest? So, und ihr nehmt das ein, und ihr nehmt das ein. So. Der hat jetzt seinen Sprung. Oh, da hat's einen Troll. Oh, da ist jemand dumm im Kopf. Da benutzt jemand Trolle gegen Rogash. Das ist halt taktisch das Unklügste. Ich habe das ja erst in der letzten Folge oder so beschrieben, wie dumm es ist, Rogash mit Trollen. Also, weil jetzt passiert das hier. Du meins. Dann springen wir dahin. Oh, aber Rogash muss hier weg. Der hält das nicht lange durch. Jetzt halt zwei Gegner.
Kannst du, mach mal Nahkampf mit dem Baum. So. Der stirbt. Mordor macht hier schon ein bisschen Probleme, ne? Haben die mir das Ding wieder weggenommen? Dann holen wir es uns gleich wieder. Das ist wichtig. Also immer sofort. So, Festung ist bereit. Dann bauen wir hier gleich zwei Türme hin. Und expandieren nach rechts. Weil links überall Gegner sind. Der Troll gehört mir noch. Okay, das Gebäude holen wir uns zurück. Das ist ganz wichtig. Ich brauche die Kohle. Gegen zwei Gegner. Und ja, Rorosch ist gut, aber... Und derzeit, ich bin zwar noch am Maximum. Nimm den blöden Baumstamm, komm. Ja, bumm. Und jetzt hier schön reinknallen. Bums, genauso. Genauso. So, das gehört mir aber auch nicht lange. Ah, perfekt. Das können wir uns gleich wiederholen. So. Und ich baue jetzt noch einen Baumeister, weil ich will wirklich aggressiv... Oh, ich kann ja richtig viele Helden auch ausbilden. Sehr schön. Ich hoffe, ich krieg's hin, ohne komplett zu verkacken. Die Katapulte muss ich aber schützen. Das ist wichtig. Die brauche ich. Das machen wir so. Und dann bilden wir... Oh, nee. Wenn der hier Kasernen baut, dann können wir das wunderschön vernichten. Passt das mit dem Sprung? Boah. Geht. So, eine Mühle bauen wir noch, dann fangen wir an, Truppen auszubilden. Also Gebäude auszubauen für Bilden, Bauen, Gebäude, ne? Sobald der Baumeister hier fertig ist. Genau. Perfekt. Der fängt jetzt an. Der Rest baut Mühlen. Mühle. Eine Schmiede. Eregions. Was haben sie vernichtet? Nichts. Okay, irgendwas. Irgendwer hat irgendwas von vernichtet gesagt. Ich dachte, ich hätte einen Feind besiegt. Aber das ist gerade nicht der Fall. Hat hier eine Düsterwolf. Perfekt. So. Rogash greift da bitte an. Perfekt. So. Ich muss jetzt dann langsam wirklich anfangen. Perfekt. Die wird auch gleich benutzt. Ich habe leider nicht genug Geld für eine neue Halle. Dann holen wir hier mal Leute her. Das sieht nicht gut aus. Der Roger schafft es nicht. Dann hauen wir da mal ab. Ja. Das schaut gerade schaut es ein bisschen mies aus. Aber das können wir alles noch schaffen. Theoretisch. Theoretisch. Jetzt müssen wir halt mal gucken, wie das so läuft. Ich habe noch die Katapulte. Also es ist noch machbar. Aber ich muss halt schauen, dass ich jetzt wirklich durchrenne. Hier zum Beispiel. Und dann gleich wieder das Zeugs holen. Ne? Gar nicht lang auf sich aufhalten mit Zeugs. Sondern sofort hier. Genau. Ich glaube, 3 reicht. Mehr kann ich mir gerade nicht leisten. Man muss halt immer gucken, dass man konstant auch produzieren kann. Also das ist eine Strategie, konstant produzieren. Das kann auch funktionieren. Aber da muss man halt auch schauen, dass das wirklich funktioniert. Ne? Dass man genug Geld hat, um wirklich konstant produzieren zu können. Sonst wird das nichts. So, und jetzt schaut es gerade ein bisschen echt fies aus. Ja, das ist das Problem. Die machen hier alles kaputt. Und das ist halt gar nicht gut. Aber solange der Rogasch lebt, glaube ich, habe ich noch gute Chancen. So, du gehst dahin. Du baust hier noch eine Mühle. Und du bist hier noch am Werkeln. Ja, Mordor ist mächtig. Da sind zwar die Helden nicht so super gerade, von ihm jetzt, weil er halt noch nicht viel gekämpft hat gegen mich. Aber trotzdem... So, genau das ist das. Immer schön ausbilden. Und eigentlich muss ich gucken, dass ich da runterkomme. Ups, das war ein bisschen falsch.
Aber der Robasch, der macht das schon. Ich versuch's halt mal wieder mit so einer puren Spam-Technik und es ist nicht zwingend das Beste. Leider. Aber es kann funktionieren. Ich muss halt die Mitte einnehmen. Oh, sind das... Die kann ich mir doch holen. Nice. Das ist jetzt nicht perfekt, die Waage hier. Oh oh. Ja. Da habe ich zu langsam reagiert mit dem Baumeister. Halt dich... Ja gut, Na da, das ist doch schon besser. Das Problem ist, der Rogasch stirbt mir jetzt auch gleich. Rogasch, was machst du? Das ist alles nicht so, wie ich das mir wünsche. Jupp, Rogasch ist gestorben. Und der ist teuer. 2000 Warlock, mir geht Cash. Aber da geht gerade nichts, ne? So, ich habe jetzt hier die Riesen. Das Problem ist, ich habe nichts zum Zerstören. Also keine Gebäude beim Gegner. Ich bin nicht nah genug am Gegner ran, um das jetzt zu benutzen. Das ist das Problem. Und ich muss auch unbedingt weitere Mühlen bauen. Also alles, was mir hier zerstört wird, muss ich irgendwie schauen, dass ich wieder aufbaue. Und das ist halt gerade so... Ich finde es auch nicht schön, dass sie mir hier das Zeugs zerstören. Adler. Das sieht schon sehr böse aus. Ja, das sieht nicht gut aus. Aber ich gebe noch nicht auf. Ich habe noch die Lawine. Ich muss halt irgendwie zum Gegner durchkommen. Ja. Ja, gut, das ist halt auch komplett verloren. Na gut, ich schau mal. Vielleicht geht noch was. Das können wir auch gleich wieder abreißen. Ja, schade. Ich hätte es gern gecancelt. Abgebrochen, aber ging jetzt nicht. Ich komme halt einfach nicht in die Mitte für die Vorposten. Das ist das, was ich wirklich brauche. Sind die Vorposten. Wenn ich halt jetzt in die Mitte gehe, um die Vorposten einzunehmen... Okay, vielleicht habe ich jetzt ein Opening. Einer rennt runter. Der Rest nimmt das Zeugs hier ein. Ich muss es halt probieren, ne? Irgendwie. Der hat mir jetzt hier echt ernsthaft das Ding zerstört. Wow. Ja, das zerstört dann ja auch alles. Ja, das wird so nix. Ich habe jetzt einen kurzen Income-Boost, aber auf Dauer hilft mir das nicht. Der zerstört mir dauernd meine Mühlen. Wo sind denn die... Ich probiere jetzt hier die Riesen aus. Vielleicht kann ich die Schmiede hier vernichten. Ah, oh, das wird nicht so. Nee, das ist egal. Wenn sie hier das zerstören, lass nur. Aber der muss doch hier irgendwo... Genau, die Kaserne. Ja, so ist das Problem. Die Frage ist, soll ich jetzt hier Lawine benutzen oder nicht? Hier zum Beispiel. Das hat doch gut Schaden gemacht. Sie zerstören unsere Mühlen. Ich befehle die Leibeigenen, diese Barbaren wissen, ihre Äxte zu schleudern. Ich hoffe halt, das wird was. Also ich habe jetzt zwar eine Kaserne und eine Schmiede vernichtet. Das ist nicht schlecht. Aber ob das jetzt gut war, oh, ich weiß nicht. Bin ich mir einfach nicht so sicher.
Die Elben knallen halt schon ganz schön rein, ne? Da unten hat er auch noch Zeug. So, jetzt kommen sie irgendwie von rechts. Die haben mich halt alles zerstört. Seht ihr, das ist alles weg. Ich habe kein Geld mehr. Nee, sie sind tatsächlich ziemlich stark. Und das ist das Problem, das ich gerade habe. So, da hat es wohl irgendwie Gebäude. Jetzt haben sie auch noch den Ring. So, die zwei Varge habe ich noch. Das ist nicht schlecht, aber ich brauche halt Geld. Sprich Mühlen, und das kostet auch Geld. Das sieht nicht sehr gut aus. Ich glaube, ich habe das verloren. Man kann halt doch nicht einfach nur durchspammen. Aber gegen zwei Gegner auf Tech zu gehen, ist halt auch einfach super riskant, ne? Der Rogasch hätte halt nicht sterben dürfen. Ja, das hat er wohl. Und obwohl Morok mir eigentlich gar nicht schlecht wäre, oder Karsch oder Dings, weiß nicht. Der Glamzepter Magier wird mich wahrscheinlich halt auch nicht retten. Das ist auch noch so. Ja, irgendwo da kannst du bauen, das weiß ich. Es geht halt gerade nichts, ne? Gar nichts. Der ist Stufe 7, das ist schon nicht schlecht. Aber ich glaube, ich spare lieber auf Karsch. Ich muss aber trotzdem noch Truppen ausbilden, das ist halt das Ding. Also ich kann nicht nix machen und jetzt nur auf einen Helden sparen, das funktioniert nicht. So, wenn jetzt die es schaffen würden, mir hier das Zeugs zurückzuholen, hätte ich vielleicht nochmal eine kurze Chance. Eine kleine Chance. So. Ihr nehmt das ein. Ach du Mist. So, Orks. Okay. Wenn ich den Baumeister töten könnte, das wäre auch ein Riesensieg. Der Feind ist in unserem Lager. Ruhe, ihr Magen. So, das nehmen wir ein. Das haben wir bekommen, das bekommen wir auch. Ja, greift's einfach an hier. Das sind halt so viele Gegner. Das sind halt wirklich viele Gegner, ne? Ja, das nehmen wir. Es sind zu viele. Unsere Gebäude werden angegriffen. Vernichtet dieses. Das Blutvergießen hat begonnen. Schwer. Definitiv schwer. Rohstoffe vernichten. Ich muss halt Schaden machen, wo Schaden machen geht, ne? Wie auch immer der Schaden ausschaut, alles, was ich an Schaden machen kann, ist gut. Oh ja, der Troll, der muss weg. Unbedingt den Adler töten. Ja, schade. Aber das schaut gut aus und das schaut gut aus. Ich glaube halt, diese Düsterwolf-Erweiterung hilft mir doch ziemlich. Oh, oh, das ist mein letzter Baumeister, das sieht nicht gut aus. Ja, wenn sie nur schwach und armselig wären, aber das ist halt leider einfach nicht der Fall. Ich weiß nicht, wie ich das noch schaffen soll. Am besten will ich. Hier sehe ich zwar rein, bringt mir aber auch nichts.
Ja, das war auch klar. Nee, die Festung hält das nimmer lange durch. Hier Noldor-Krieger und der ganze Rotz, das ist nichts. Olifanten, nee, vergesst es. Keine Chance. Das zu schaffen, keine Chance. Die haben da doch zu viel aufgebaut. Na gut, schade. Aber es soll ja spannend bleiben, ne? Also, mit Angmar bin ich nicht sehr geübt. Das ist schon knackig. Wer weiß, vielleicht verliere ich das noch. Könnte passieren.